Hallo zusammen und willkommen zu einem meiner Dungeon Guides für die Season 1 von The War Within. In diesem Video geht es um Arakara Stadt der Echos. Bevor wir mit dem Guide starten, checkt doch gern meine Links in der Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu meiner Playlist für alle Dungeon Guides sowie auch Links zu meiner Zusammenfassung, die Informationen rund um Loot, meine genutzten Add-ons und Weak Auras oder auch Tank-Talenten enthält. Die Übersicht wird im Laufe erweitert, nutzt sie gern und ich freue mich über euer Feedback. Aber jetzt lasst uns mit dem Guide starten. Auf dem Weg zum ersten Boss haben wir erstmal einiges an Trash zu erledigen. Wir haben die kleinen Non-Elite-Spinnen, die jetzt hier nicht weiter gefährlich sind, und in der Luft die stoßenden Gleiter. Diese setzen Bluthieb ein, was einen stapelbaren Blutungsdot an einem Spieler hinterlässt. Die vollgefressenen Krabbler sind etwas gefährlicher. Sie setzen zum einen giftige Spucke ein, wo sie einen zufälligen Spieler anvisieren und dort einen Dot hinterlassen. Da es ein Gift ist, kann das natürlich entsprechend dispelled werden, wenn ihr Gifte dispellen könnt. Und wir können es zwar nicht kicken, aber per CC unterbrechen, das heißt also mit Stun, Desorientieren und so weiter. Bei niedriger Gesundheit wird toxischer Platzer eingesetzt, erkennbar anhand des grünen Kreises um den Mob drumherum. Dort kanalisiert er für 8 Sekunden eine Explosion. Wenn er also am Ende angekommen ist, dann platzt er und verursacht Schaden im Umkreis und stößt uns zurück, also rausrennen. Auch das könntet ihr stunnen, aber direkt nach dem Stun fängt der Mob wieder an, diese Fähigkeit zu wirken, und zudem stirbt er, wenn die Fähigkeit eingesetzt wurde. Also lasst es einfach durchkommen und rennt dann einfach weg, wenn die Fähigkeit kommt. Dann haben wir noch die trillernden Bediensteten. Diese setzen zum einen Netzblitz ein, verursacht Schaden an einem Spieler, in der Regel auch am Tank. Kann gekickt werden und auch gestunt werden, aber eure Kick-Prio sollte auf jeden Fall bei resonierendes Sperrfeuer sein, denn das verursacht für 6 Sekunden alle 0,5 Sekunden Schaden an der gesamten Gruppe und der Schaden ist echt nicht ohne. Also das hat auf jeden Fall Kick-Prio, dass ihr das unterbrecht, und den Netzblitz, den könnt ihr dann entsprechend, wenn das resonierende Sperrfeuer gekickt wurde, auch dann natürlich mitkicken. Diese Ads wiederholen sich die ganze Zeit, und bevor wir gegen den ersten Boss kämpfen können, müssen wir noch 3 Minibosse besiegen. Wir haben zum einen Xin, auch wieder mit der Fähigkeit Netzblitz, die wir ganz normal kicken können. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass ihr entsetzliches Gebrüll kickt, denn wenn das durchkommt, dann wird die gesamte Gruppe für 6 Sekunden gefeiert und dann kann es natürlich schnell zum Vibe kommen, da man irgendwas zusätzlich pullt bzw. auch keine Fähigkeiten einsetzen kann, also das auf jeden Fall kicken. Dann gibt es noch Gespinstschauer, das ist eine Art Frontal in eine zufällige Spielerrichtung, hier natürlich ausweichen. Beim zweiten Miniboss haben wir wieder den Netzblitz, den entsprechend kicken, und wir haben die Fähigkeit Ruf der Brut. Dort beschwört der Miniboss hier Adds, die verschiedene Spieler fixieren, diese entsprechend umkleven, und schaut auch, dass ihr mit Slow und Stun arbeitet und helft, dass sie die Spieler nicht erreichen. Die Fähigkeit könnt ihr euch auch gleich für den ersten Boss merken. Dann gibt es auch wieder den Frontal, den man entsprechend ausweicht. Beim dritten Miniboss haben wir jetzt einen Giftblitz anstatt des Netzblitzes. Dieser hinterlässt zudem also noch ein stapelbares Gift. Wer dispellen kann, dispellt, aber besser ist natürlich noch, dass ihr die Fähigkeit auf jeden Fall kickt. Dann gibt es noch die Fähigkeit Giftige Wolke. Dort wird an eine zufällige Spielerposition eine giftige Wolke geschleudert. Da natürlich ausweichen und nicht drin stehen bleiben. Und wir haben wieder den Frontal, dem wir ausweichen sollten. Sobald wir alle 3 Minibosse besiegt haben, erscheint der erste Boss. Der erste Boss setzt zum einen Gieriger Biss ein. Das ist ein Tankhit, der natürlich Schaden verursacht und einen Debuff am Tank hinterlässt, dass er für 10 Sekunden 100% mehr Schaden erleidet. Dann gibt es die Fähigkeit Gespinstschleuder. Dort werden für 5 Sekunden jede Sekunde Spinnnetze an Spielerpositionen geschmissen. Hier natürlich ausweichen und auch nicht reinrennen in die Netze, die danach entstehen, denn da bekommt ihr auch Schaden bzw. einen stapelbaren Debuff, und bei 10 Stapeln werdet ihr dann betäubt, und das wollen wir natürlich vermeiden. Achtet also hier auf jeden Fall auf eure Positionierung und am besten steht ihr möglichst zusammen bzw. bewegt euch zusammen, damit ihr die Flächen schön an einer Stelle ablegt und euch dann auch viel Platz in dem Bossraum hier lasst. Dann haben wir die Fähigkeit Alarmschrei. Das ist für den Heiler schon mal sehr wichtig, denn hier wird 3 Sekunden lang kanalisiert und alle 0,5 Sekunden gibt es Schaden an der gesamten Gruppe. Da muss dann auch gut gegen geheilt werden. Zudem werden durch Alarmschrei 4 Adds beschworen. Ihr erkennt das anhand der Eier am Rand, wo sie erscheinen. Es sind immer 2 Zweiergruppen. Diese Adds fixieren dann Spieler wie auch vorher schon beim Miniboss. Schaut also, dass ihr sie schnell umklieft, hier auch mit Slow und Stun arbeitet, aber die auf jeden Fall schnell weg sind. Achtet auch darauf, sie dürfen nicht zu nah an den Boss kommen, denn wenn der Boss hier ein Add frisst,
dann bekommt er einen stapelbaren Buff, wodurch er 50% mehr Schaden verursacht pro etwas er gefressen hat. Das wollen wir natürlich vermeiden. Also an alle Spieler, versucht die Adds nicht durch den Boss durchzuziehen und Tank achtet darauf, von wo, also aus welcher Richtung die Adds kommen, dass sie den Boss nicht zu nah an diese Adds dann zieht. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben einen Tank-Hit mit einem Debuff, der den Schaden erhöht. Wir haben die Gespinstschleuder, wo wir den Netzen ausweichen und im besten Fall, dass ihr euch da zusammen bewegt, damit ihr die Flächen gut ablegt. Wir haben Alarmschrei mit dem AOE-Schaden in der Gruppe und den Netz, die beschworen werden, die entsprechend schnell geklieft, umgeklieft werden und im besten Fall den Boss hier nicht erreichen. Auf dem Weg zum zweiten Boss treffen wir natürlich auf ein paar neue Adds. Wir haben zum einen die Blutarbeiter, das sind kleine Non-Elite-Gegner, die Ansturm einsetzen, was etwas Schaden an einzelnen Spielern verursacht. Dann haben wir die blutbefleckten Assassinen, die sind gefährlich für den Tank, denn sie setzen Extraktionsschlag ein, das ist ein Tank-Hit, der beim Treffer Leben raubt und ihnen einen stapelbaren Damage-Buff gibt. Das heißt also, je öfter sie treffen, umso höher wird dann ihr Schaden. Ihr könnt die Mobs zwar nicht kicken, aber ihr könnt sie CC'en, also stunnen, desorientieren und so weiter, um die Fähigkeit zu unterbrechen. Dann gibt es die blutbefleckten Netzmagier. Diese setzen Netzblitz ein, kennen wir vorher schon die Fähigkeit, kann normal gekickt werden. Wichtiger ist aber auf jeden Fall, die abstoßende Salve zu kicken. Denn die Fähigkeit verursacht Schaden an allen Spielern, hinterlässt einen Dot und ein Heal Absorb und das kann natürlich der Heiler nicht bei allen dispellen und muss die ganze Gruppe gegenheilen. Also einfach kicken die Fähigkeit, ihr könnt auch hier mit CC arbeiten, sodass sie gar nicht erst durchkommt. Dann haben wir hier diese größeren Adds, die bulligen Blutwachen. Die haben zum einen eine Aura, dass Gegner in der Nähe weniger Schaden erleiden. Dann setzen sie immer wieder massive Schmettern ein. Das verursacht Schaden an der gesamten Gruppe und betäubt uns für eine Sekunde. Und jeder Einsatz verursacht immer mehr Damage, das heißt also auch Fokus auf die bullige Blutwache, damit diese schnell umfällt, damit das massive Schmettern euch nicht irgendwann zum Umfallen bringt. Dann gibt es noch das Durchbohren, das ist ein Front-in-Tank-Richtung, dem also einfach ausweichen und Tanks achten darauf, dass ihr sie etwas weg von der Gruppe dreht. Dann gibt es hier noch solche kleinen Adds immer auf dem Weg, die Hilfe rufen wollen, haut diese auch schnell um. Ihr könnt diesen Hilferuf mit Stun und CC unterbrechen, denn ansonsten, wenn das durchkommen sollte, kommt nämlich eine neue bullige Blutwache und das wollen wir vermeiden. Beim zweiten Boss müsst ihr vor allem auf Mythisch und ein Plus darauf achten, dass Adds an der Seite erscheinen, die immer wieder Seidenfesseln auf zufällige Spieler einsetzen. Diese Fähigkeit hält einen Spieler fest und erhöht seinen erlittenen Naturschaden. Die Fähigkeit kann und sollte natürlich gekickt werden, ihr könnt auch mit CC arbeiten und Fokus die Adds auf jeden Fall, denn es erscheinen immer wieder welche und nicht, dass es irgendwann zu viele werden. Dann gibt es das Durchbohren, Frontal in Tank Richtung haben wir vorher bei einigen Adds schon gesehen, da natürlich nicht drin stehen bleiben und werte Tanks dreht den Boss weg von der Gruppe, damit sie es einfach haben auszuweichen. Dann gibt es die Fähigkeit Bodensturm, dort wird ein zufälliger Spieler anvisiert und er gräbt sich dann in dessen Richtung, bis er auf eine Wand stößt. Da natürlich nicht im Weg drin stehen bleiben, dem schön ausweichen und Vorsicht, sobald er auftaucht, setzt er wieder durchbohren, also den Frontal ein. Da müsst ihr also auch darauf achten, in welche Richtung gräbt sich dann der Boss lang, wo kommt er raus und dann natürlich dem Frontal ausweichen. Dann gibt es noch regelmäßig diese kleinen Insektenschwärme, da natürlich nicht drin stehen bleiben, sondern rausrennen. Und bei 100 Energie wird die Fähigkeit Auge des Sturms gewirkt. Dort bildet sich ein riesiger Insektenschwarm und wir müssen in der Mitte stehen, um keinen Schaden und auch keinen Dot zu bekommen. Und auch hier werden die ganzen anderen Mechaniken weiterhin eingesetzt. Das heißt, wir haben weiterhin die Adds einer Seite, auf die ihr achten solltet. Arbeitet hier vor allem auch natürlich, liebe Rangers, mit den Kicks, dass ihr das Add ranholt und ein DK ist hier natürlich Gold wert mit seinem Grab. Die Adds auf jeden Fall weiterhin kicken, fokussen, während Auge des Sturms läuft und es gibt auch weiterhin den Tank Frontal, das Durchbohren. Also liebe Tanks, achtet auch darauf, dass ihr den Boss nicht direkt in die Mitte vom Auge des Sturms dreht, denn dann haben unsere Mitspieler wenig Platz zum Ausweichen, sondern steht etwas am Rand, dreht ihn etwas am Rand, dass ihr noch drin steht, aber auf jeden Fall es der Gruppe nicht unnötig schwer macht. Sobald das Auge des Sturms vorbei ist, geht es wieder von vorne los, bis er dann wieder 100 Energie hat und dann wirkt er wieder diese Fähigkeit. Das heißt also nochmal zusammengefasst, dem Frontal ausweichen, dem Bodensturm ausweichen, das Add immer fokussen und so viel kicken und CC'en wie es geht und den kleinen Insektenschwärmen ausweichen und wenn der große Schwarm kommt, stehen wir natürlich in Mitte im Auge des Sturms, da aber weiterhin auf die anderen Mechaniken achten. Auf dem Weg zum Endboss treffen wir zum einen auf Blutaufseher. Diese setzen Giftsalbe ein, was Schaden an der gesamten Gruppe verursacht und ein Gift an allen hinterlässt. Daher wollen wir die Fähigkeit auf jeden Fall kicken.
Dann gibt es noch die hervorbrechenden Gespinste. Dort schleudert er Spinnweben an verschiedene Spielerpositionen, da natürlich ausweichen. Dann seht ihr an der Seite diese kleinen Ads, die verstärkten Drohnen. Diese setzen zum einen packende Schlitzen ein. Das ist ein Tankhit mit einem stapelbaren Slow-Debuff. Das heißt also, je öfter wir getroffen werden, umso langsamer wird denn der Tank von der Bewegungsgeschwindigkeit her. Und wir haben in der Luft die geflügelten Träger. Diese setzen sportender Schlag ein. Dort stürmen sie auf zufällige Spieler zu und verursachen dort Schaden. Das heißt, ihr könnt sie zwar normal tanken, dennoch werden sie immer wieder zu irgendwelchen Spielern kurz stürmen. Beide, also die Ads einer Seite, die verstärkten Drohnen, sowie auch die geflügelten Träger in der Luft, haben Schwarzblut bei sich. Das ist, ja, sind so eine Art Blubs. Und wenn die fallen gelassen werden, haben wir die Flächen auf dem Boden. Und wenn dort ein Spieler reintritt, dann wird er festgehalten und es erscheinen dann diese Blubs. Die müssen wir entweder besiegen oder CC'en, sodass wir dann befreit werden. Merkt euch das auch schon mal für den Kampf gegen den Endboss. Dann haben wir noch die Schlepperin der Neruba. Diese verursacht Schaden an der gesamten Gruppe mit dem massiven Schmettern. Das kennen wir auch schon von den bulligen Blutwachen. Dieses Schmettern macht also Schaden an der gesamten Gruppe, betäubt uns wieder für eine Sekunde und jeder Einsatz verursacht mehr Schaden. Also achtet darauf, dass ihr sie entsprechend schnell umhaut. Dann vor dem Boss haben wir nochmal zwei Blutaufseher und an den Seiten stehen aber auch Blutaufseher mit Drohnen und Trägern. Also entscheidet euch für einen Weg, wo ihr lang gehen wollt, je nachdem, vor allem für ein Plus, wie viel Prozent ihr noch braucht, aber durch die Mitte geht es natürlich recht schnell. Beim Endboss laufen immer wieder diese Blutarbeiter durch den Raum. Diese tragen Schwarzblut bei sich, was wir auch für den Bossfight brauchen. Das heißt, wir wollen sie einmal kurz anhitten und dann lassen sie das fallen und dann haben wir diese Flächen, die wir vorher schon bei den Ads gesehen haben. Wir brauchen diese Flächen, denn die Fähigkeit Kosmische Singularität zieht alle Spieler zu dem Boss ran und nach kurzer Zeit wird hoher Schaden verursacht und ihr werdet zurückgestoßen, sofern ihr das überhaupt überlebt. Und da brauchen wir dann diese Flächen, das heißt, wir gehen dann in eine solche Fläche rein, dann spawnt dieses Ad und hält uns fest, sodass wir dann nicht zum Boss rangezogen werden. Achtet aber darauf, auf Mythisch verschwindet dann diese Pfütze, das heißt also, jeder Spieler muss sich eine Pfütze suchen, die ihn dann entsprechend schützt. Ihr könnt euch dann befreien, nachdem die Fähigkeit eingesetzt wurde, indem ihr irgendeinen CC einsetzt, egal ob Stun, Fear, Desorientieren und so weiter. Und helft natürlich auch den anderen Spielern, denn kurz nach dieser Fähigkeit wird der vorbrechende Gespinste eingesetzt, wo Spinnennetze an verschiedene Spielerpositionen verschossen werden. Und da würden dann Spieler natürlich unnötig Schaden bekommen, wenn sie noch festgehalten werden. Dann gibt es noch die kultivierten Gifte. Hier bekommen alle Spieler einen Dot, das ist eben entsprechend ein Gift, was nach Ablauf oder bei Dispel dann in zwei verschiedene Richtungen verschossen wird. Und da erkennt ihr natürlich auch, in welche Richtung das geht. Schaut also, dass ihr euch da nicht gegenseitig abschießt und heile, auch wenn ihr jemanden dispelt, dass ihr nicht sofort einen dispelt, sondern auch schaut, wo die Person sich gerade befindet. Wichtig auch nochmal Hinweis bei kosmischer Singularität, ihr müsst natürlich nicht zwingend in diese Flächen reingehen, wenn ihr Mobility-Sachen habt. Das heißt, zum Beispiel als Krieger könnt ihr einfach wegspringen. Die Age kann auch wegspringen als Tank, beziehungsweise der DD dann wegdashen, Magier blinzeln, Hunter Rückzug und so weiter. Ihr müsst dann natürlich das richtige Timing haben, dass kurz bevor die Fähigkeit ausgelöst wird, ihr das dann einsetzt. Heißt also nochmal zusammengefasst, wir haben die kleinen Ads einer Seite, die einmal anhitten, damit sie das Blut fallen lassen, in das wir uns dann reinstellen, wenn der Boss uns ranziehen will. Danach CC'en, damit wir wieder befreit werden, den Spinnennetzen ausweichen und bei den Giften muss der Heiler gut gegenheilen und wir sollten nicht zusammenstehen, um uns nicht mit diesen zwei Wellen abzuschießen. Dann, wenn ihr das alles beachtet habt, sollte der Boss kein Problem sein und ihr habt den Dungeon erledigt. Und damit sind wir am Ende von diesem Dungeon Guide angekommen. Schaut wie gesagt gerne in die Videobeschreibung, dort habt ihr die Playlist zu allen anderen Videoguides und auch nützliche Links von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst es mich gerne über die Kommentare wissen. Ansonsten danke ich euch wie immer fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.